Willkommen, 11. Tag des großen Blechbläser-Workshops. Ich darf den Tag mit einem großen Announcement starten, und zwar an der Front des Coachings. Wir haben Zuwachs bekommen. Wir haben einen neuen Coach in der 24/7 Brass Akademie, und zwar freut es mich sehr. Und es freut auch wahrscheinlich alle tiefen Blechbläser. Und zwar ist es jeden bekannt. Der hat jahrelang ist er durch ganz Europa getourt mit der Spitzenmusik aus Tirol. Markus Waldhardt, eben, wie gesagt, jahrelang mit Viererblech auf und ab getourt. Fantastischer Posaunist. Super Musiker, aber auch super Sportler. Das heißt, der kennt sich aus mit Trainingsplänen, und das Basebook ist nichts anderes als wie ein täglicher Trainingsplan. Und er weiß, wie Muskeln funktionieren, wie Muskelaufbau funktioniert, und das bringt uns direkt zum heutigen Thema, denn heute spreche ich ein bisschen über das Myelin. Es sind ganz neue Erkenntnisse in der Wissenschaft, wie man lernt, wie Dinge im Gehirn abgespeichert werden. Früher hat man geglaubt, also hat man sich nur konzentriert einfach auf die Synapsen, auf die Neuronen, weil die so nett funkeln. Aber man ist draufgekommen, Dinge, die sich festigen müssen, dafür ist es die Bindemasse des Myelin verantwortlich. Und der reagiert gleich wie ein Muskel. Und ich zeige euch heute, wie diese Methode mit diesem Myelin auch spielt. Also, herzlich willkommen, Markus, voll cool. Auf diesem Wege super, dass sich schon viele angemeldet haben für das Coaching. Das macht es natürlich genau das Richtige. Ich habe euch eh geschrieben, es dauert noch ein bisschen. Also ich bin eher wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, den Livestream, den täglichen, unterschätzt. Es ist nicht so einfach, jeden Tag neuen Content auszuhauen. Wir haben ja nur drei Knöpfe. Und trotzdem soll ich was Neues erzählen. Ich arbeite hinten nach, weil falls, also wenn du neu dazu geschalten hast, um 19 Uhr startet ein täglicher Technikcheck. Das heißt, es ist für die sehr interessant, um zu sehen, wie sind Dinge bei dir abgespeichert, wie hat der Körper ja, Dinge programmiert. Meistens ist das zurückzuführen auf die allerersten Stunden am Instrument. Und wenn du dich fürs Coaching anmeldest, was übrigens unverbindlich ist, das kostet nichts. Und da, wenn du dich anmeldest, bekommst du dann von mir einen ausführlichen Technikcheck. Man könnte es vergleichen, weil das geläufige Ausdrücke sein von der letzten Seuche, die uns befallen hat. Also das, was ich jetzt mit euch mache, ist ein Schnelltest. Und wenn du dich für das anmeldest, dann kriegst du einen PCR-Test. Weil das ist ja, muss man genau schauen, wo man ansetzt. Aber mir gefällt, dass die Leute das schon verstanden haben, dass das ganz eine einmalige Chance ist, da Unterricht zu bekommen, weil erstens seien Leute beim Coaching als Coaches tätig, die einfach jahrzehntelang sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und das Beste, der Trainingsplan wird deinem Leben angepasst. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, jede Woche eine Stunde zu haben. Geht oft auch nicht als Erwachsener. Da hat man Spätschicht, Frühdienst, Kinder, was auch immer, Familie. Es geht nicht und es ist nicht notwendig. Du brauchst nur alle paar Wochen jemanden, der drauf schaut, ob dein Üben in die richtige Richtung geht. Zum Beispiel, ich hätte nie gewusst, dass man beim Tennis, beim Aufschlag, nach oben zieht mit der Hand und dann beim Punkt den Schläger dreht. Woher soll ich das wissen? Aber ein Trainer kann mir das natürlich sagen, und üben muss ich dann eh selber. Das für diejenigen. Also bitte nicht, ich habe euch nicht vergessen. Alles ist gut. Super, dass ihr die Chance wahrnehmt.
Jetzt gleich zu dem Technikcheck von heute. Dafür benötigen wir nur ein Mundstück. Und zwar zeige ich euch, wie erwähnt, wie der Körper bei euch Dinge abgespeichert hat. Bitte versucht wirklich ganz intensiv die Übung zu machen, als ob ihr am Instrument das machen würdet. Also richtig konzentriert mitspielen, weil dann wirst du sehen, du spielst zwar nur am Mundstück verkehrt, aber der Körper reagiert, als ob du am Instrument spielen würdest. Schon wieder eine lange Einleitung. Ich probiere wirklich dran zu arbeiten, weniger zu quatschen. Los geht's mit dem heutigen Technikcheck. Helfen tut mir da der Louis wieder an meiner Seite. Oh, ich sehe gerade, das muss heute ohne mich stattfinden. Ich habe die Webcam nicht dabei. Also lasse ich euch jetzt 2-3 Minuten allein. Macht es ganz intensiv mit. Und dann bin ich gleich wieder retour. Hallo, ich bin Louis und möchte dich zum Technikcheck begrüßen. Als erstes steckst du das Tees mit Halterung in dein Instrument. Falls du noch kein Tees hast, kannst du die folgenden Übungen trotzdem mitmachen, indem du die Luft durch dein Mundstück, das du verkehrt in den Mund nimmst, durchbläst. Stell dir ganz fest vor, du würdest diese Übung nun auf deinem Instrument spielen. Spiele es noch einmal und konzentriere dich speziell auf deinen Mundraum. Versuche wahrzunehmen, was in deinem Mundraum bei diesen. Beim nächsten Beispiel versuchst du bei vollem Einsatz auf deinen Bauchbereich zu achten. Was passiert im Bauchbereich, wenn du diese Zeile mitspielst? Die richtig guten Blechbläser haben herausgefunden, wie die drei Systeme Luft, Zunge und Finger unabhängig voneinander zu verwenden sind. Die Systeme Luft und Zunge werden in den Übungen der Beesbox so eingebaut. Atme durch das verkehrte Mundstück oder durch das Tees konstant aus. Dieses Loslassen der Luft sollte sich wie ein langer Seufzer anfühlen. Versuche nun mit der Zunge die Vokale A, E, I zu formen, ohne dass dies den großen Seufzer unterbricht. Spüre, wie sich dein Bauchbereich entspannt anfühlt und die Luft gleichmäßig nach außen strömt, während du die verschiedenen Vokale formst. Das System Luft wird durch die Veränderung der Zungenposition nicht beeinflusst. Wenn du die Zunge, wie im Bild eingeblendet, auf Uhihuhihuhi ganz schnell im Luftstrom bewegen kannst, ohne dass du deinen Oberkörper wahrnimmst, hast du die Ebenen Luft und Zunge erfolgreich trennen können. So ungefähr könnte sich diese Bindung auch auf dem Instrument anfühlen, wenn die Technik richtig ist. Diese Unabhängigkeit von Zunge und Luft wird in den Übungen der Beesbox zuerst vom Tees auf das Mundstück und später auf die Trompete übertragen. Die folgenden zwei Hörbeispiele zeigen dir, wie technisch richtig gespielte Bindungen zuerst auf dem Mundstück und danach auf der Trompete klingen. Neben der Steuerung der Tonhöhe bestimmt die Zunge auch noch die Tonlänge. Im Beesbox starten die Schüler bei den ersten Stoßübungen mit schnellen Noten, da die Gefahr der portionierten Luftführung und des Abstoppens der Luft dabei geringer ist. Wenn man von schnellen Noten zum Beispiel auf halbe Noten wechselt und die Luft weiterfließen lässt, lernt man die Wichtigkeit des Verschlusses und die Zungenposition kennen. Auch in diesem Beispiel solltest du den Oberkörper nicht spüren, obwohl du gerade die Tonhöhe veränderst und... Ja, genau. Das geht ein bisschen schnell weiter, bin ich draufgekommen, das Video. An der Stelle, wir haben jetzt trainiert, die Zungenposition ändern. Die Luft bleibt gleich, Ansatz bleibt gleich, Luft ist konstant, also Ansatz und Luft sind Konstante. Und die Zunge bewegt sich, die verändert den Mundraum. Ähnlich wie beim Gartenschlauch, wenn Wasser rausgeht, wenn ich vorne drauf drücke, dann wird die Düse kleiner und das Wasser wird schneller. Bei der Luft ist genau gleich. Das heißt, was wir jetzt trainiert haben, du hast gemerkt, also ein Körper kann man komplett trennen von dem, was da passiert. Ich kann machen ai, 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 ohne dass ich es unten merke. Und ich kann jetzt natürlich auch das Gleiche, was du jetzt eingeblendet siehst, da ist
da, die, da, die, de. Das heißt, ich kann die Vokale gleich machen, wie vorher gebunden, aber ich nehme die Zunge dazu. Also ich artikuliere, aber ich kann mit dem trotzdem die, die Zunge, also ich verändere die Zungenstellung, obwohl ich stoße. Und der wichtige Punkt dabei ist, um was es da geht, man soll da trotzdem nichts spüren. Also es soll getrennt sein, unten und oben. Weiter geht's. Töne zusätzlich anstößt. Wenn du keine Spannungen im Bauchbereich während dieser Übung spürst, hast du die Systeme Luft und Zunge erfolgreich voneinander getrennt. Du hast übrigens die ganze Zeit diese Melodie geübt. Die Methode, zuerst das richtige Körpergefühl einzuprogrammieren, bevor mit dem Instrument gespielt wird, kommt bei den wichtigsten Übungen im Bassbook zum Einsatz. Spiele nun diese Takte mit neu erlernter Technik und erinnere dich, wie sich dein Körper beim ersten Versuch angefühlt hat. Sollte das Gefühl beide Male gleich gewesen sein, hast du wahrscheinlich bereits ein gutes Blassystem für dich gefunden. Das Gefühl des Hoch- und Tiefspielens oder des Rauf- und Runtersteigens zwischen den hohen und tiefen Tönen sollte einem Gefühl des Gerade ausgewichen sein. Vielleicht fühlt sich die ganze Melodie nun mit verbesserter Technik an, als wäre sie in einen langen Seufzer eingebettet. Deine Technik stimmt, wenn sich erstens die Lippe nicht verändert. Zweitens, die Tonhöhe von der Zunge gemacht wird und drittens, die Luft konstant strömt. 70% von euch werden nicht verstehen, wie die Zunge das alles schaffen kann, da sie bei euch nichts macht. Solange du Bindungen durch Veränderung der Lippenspannung erzeugst, wird sich deine Zunge nicht bewegen. Durch die Bending- und Pedaltonübungen im Bassbook wird sich deine Lippe beruhigen und du wirst eine Einstellung finden, die es zulässt, die Steuerung der Tonhöhe der Zunge zu überlassen. Jetzt hast du einen Einblick bekommen, wie leicht gewisse Passagen gehen könnten, wenn die Technik stimmt und welches Programm dein Körper bereits abgespeichert hat. Ich freue mich, dich bald in der 24/7 Brass Community begrüßen zu dürfen. Dein Louis. Ja, ganz genau. Also du hast jetzt gemerkt, vielleicht der eine oder die andere hat jetzt gemerkt, dass er einfach zu viel arbeitet. Es ist nicht notwendig, wenn ich heute einen Oktavsprung habe, dass ich da von unten her so viel arbeite. Sollte es bei dir so sein. Wie gesagt, das ist ein Schnelltest. Alles ist noch kein Problem. Gegangen ist da heute bei dem Technikcheck ums Zweitwichtigste auf einem Blechblasinstrument, und zwar die konstante Luftführung. Das Allerwichtigste ist das Fundament, ist der erste Ton. Da passieren viele Fehler, das besprechen wir aber morgen. Das heißt, wenn du den Technikcheck morgen nicht bestehst, dann hast du ein Problem, weil du dir selber nicht helfen kannst. Das heißt, dann hilft dir ein Coach aus unserer Akademie. Heute ist so, wenn du das gemerkt hast, ja, ist nicht ganz cool oder es ist interessant und ich will da mehr wissen, dann gibt es die tolle Nachricht, du kannst es im... Oh, wo bin ich da? Jetzt bin ich ganz davon gekommen. Schauen wir mal. Na. Schaut. Hat nicht funktioniert. Jedenfalls gibt es da die Möglichkeit des Videokurses. Warum ist das nicht da? Das verstehe ich jetzt nicht. Den wollte ich nämlich heute ein bisschen genauer sagen, was da genau drin ist, weil das Thema für die ist, warum der für die interessant ist, der Videokurs, also du den brauchst, ist deswegen, weil wenn du schon länger spielst, so, wenn du schon länger spielst, dann sind die Übungen von Band 1, von Band 2 nicht interessant für die, weil die sind zu kurz, um die jetzt wirklich zu verbessern. Aber du brauchst die Informationen. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie ein richtiges Passing funktioniert, wie Mundstück auf Passing funktioniert, wie eine technisch richtig gespielte Halbtonbindung klingt. Wenn du das nicht weißt, weißt du nicht, wie du, nach was du suchen musst. Deswegen der Videokurs heute, nur heute, glaube 40% der Mäßig. Ganz, ich habe es gestern auslassen, aber es ist echt interessant bei mir. Ich schaffe das nicht. Wenn ich was sage, ich tue es, dann mache ich es. Weil ich wollte den eigentlich nicht mehr anbieten, weil ich nicht ganz,
Ja, der ist einfach mehr wert wie die 40% ermäßigt. Und aber ich tue es trotzdem. Also bis zum Ende, jeden Tag wird 1% weniger, wenn ich was machen hat. Wenn ich sage, ich tue es, dann mache ich es. Und das ist interessant für die. So, heute habe ich schon angekündigt, es geht, wie arbeitet das Facebook? Wichtig ist eben so wie heute, wie wir gelernt haben, Zunge, Finger, Luft, die drei Systeme eigenständig zu trainieren, aber dann zusammenzusetzen. Und es ist fast noch ein Technik-Check, ein kleinerer, könnte man sagen. Und zwar kannst du mal mitmachen, indem du da die Trockentraining-Übung machst. Und zwar nur greifen. Das heißt, du nimmst einfach, greifst auf den Tisch oder auf der, mit den Fingern so. Egal. Einfach zum Mitmachen, ich gebe da einen kleinen Rhythmus und du probierst es mitzugreifen. Man kann natürlich die zweite Zeile oder das daneben machen, ganz egal. Genau. Also, jetzt haben wir nur Fingerabläufe trainiert. Nichts anderes. Nur die Finger. Jetzt, im zweiten Durchlauf, nimmst du dein Mundstück verkehrt. Spielst das nochmal, schaust, dass die Finger, dass das System Luft und Finger, dass die eigenständig arbeiten. Sprich, dass die Luft sich nicht ändert, nur weil du deine Finger bewegst. Gleich nochmal. Genau. Denn ganz wichtig ist, wenn man von Talent redet, und die neuesten Erkenntnisse zeigen das, Talent ist erlernbar, und das ist die gute Nachricht für die, eben mit Hilfe von Myelin, wenn man das richtig behandelt, das heißt, wenn man Schaltkreise aktiviert, dann ist es nie zu spät. Und der Blechblasinstrument, das war aus eigener Erfahrung, ich habe erst 2015 mit dem angefangen, richtig zu spielen. Hat natürlich eine Zeit gedauert, aber es ist einfach herrlich, wenn man das hinkriegt. Und wenn man sowieso übt, warum nicht lernen, wie man ein Blechblasinstrument richtig spielt. So, das ist das, was das Facebook macht. Es nimmt einen komplexen Sachverhalt her, unterteilt ihn in Teilbereiche, trainiert diese und setzt es wieder zusammen. Talent, die erste Erkenntnis, wo man sieht, was Talent ist, ist der sogenannte Kinnladeneffekt. Und ich habe dann immer, wenn ich mit meinen Schülern auf die Woche 13 komme, Woche 13 heißt, sie spielen seit 3 Monaten Trompete, und schaue da an, was sie dann spielen. Und zwar das da. Die spielen das Dur. Fünftonraum. Niemand von den Kindern ist sonderlich überrascht, dass er das kann, weil, wenn du hinschaust, die Griffe von dem da ist genau das, was ich zuerst wochenlang im Trockentraining eintrainiere. Das heißt, wenn ich das nicht mache und das hinlege, ist es schwierig, weil ich brauche die richtige Tonlänge, ich brauche die richtige Tonhöhe, ich brauche die richtige Haltung, ich brauche die richtige Atmung, ich brauche die richtige Zungenstellung und ich brauche die richtigen Finger. Bla bla bla. Komplex, ohne Ende. Aber wenn ich es auseinander dividiere, schaffbar. Und genau so arbeitet das Facebook. Es ist nämlich das Allerwichtigste, wenn es um Lernen geht, um Schaltkreise zu aktivieren, ist Ordnung, Struktur. Man muss genauso, wie ich gesagt habe, kleine Elemente zu einem größeren Bild zusammenfassen.
Vielleicht ist dir aufgefallen, bei dem Beispiel, da gibt es unterschiedlich farbige Noten. Da gibt es 4 schwarze, 4 rote, 4 schwarze. Das ist fürs Hirn und das ist schon eine Fortsetzung. Also das ist schon nicht mehr der Beginn, wie ich das mache, sondern fürs Hirn ist das leichter einzuteilen, wenn man so macht. Starten tut das natürlich im 1er-Band. Da kann ich dir kurz ein Bild zeigen. Da werden alle möglichen Kombinationen schon eintrainiert. Alle Kombinationen, die sie gelernt haben. Das kommt von der Silbenlehre, auch von den Volksschulen, wie man heutzutage eine Sprache lernt. Und das habe ich da eingebaut. Also, ich habe dann nur ein Beispiel für dich, dass du das besser vorstellen kannst. Aber da hat es ein Experiment gegeben von einem niederländischen Psychologen, De Groot hat er geheißen, der war Hobby-Schachspieler, Psychologe, und ihm ist aufgefallen, dass die Superschach-Genies, die Schachmeister, wahrscheinlich ein fotografisches Gedächtnis haben. Er hat sich gedacht, irgendwas müssen die machen, was ich nicht mache, weil er kann es nicht und sie können es. Also sie haben ein Talent. Dann ist er hergegangen im Experiment und hat Schachzüge aufgestellt auf einem Schachbrett. Dann haben normale Leute 5 Sekunden Zeit gehabt draufzuschauen und Schachmeister 5 Sekunden Zeit gehabt draufzuschauen und nachher sollten sie das Bild rekonstruieren. Ja, wie zu erwarten, die Normalos hatten keine Chance. Und die Schachprofis, die Meister, hatten wirklich fast zu 100% das ganze Schachbrett im Kopf und konnten den Schachzug wiederherstellen. Im 2. Durchgang hat er so gemacht, dass er keine Schachzüge, keine reellen Schachbilder hergenommen hat, sondern er hat einfach ganz willkürlich die Figuren auf dem Brett verteilt. Und siehe da, die Schachmeister haben ihr Talent verloren. Sie haben nicht besser abgeschnitten wie jeder Normale. Das heißt, was die Schachmeister gemacht haben, sie haben sich Muster eintrainiert. Das heißt, der Normale hat auf das Bild geschaut und wollte sich merken, Läufer, Pferd, Turm, wo die stehen. Und der Schachmeister hat einfach Spielzüge verinnerlicht. Und das ist genau das, was das Basebook macht. Ich habe euch erzählt, dass das Basebook auf der chromatischen Tonleiter aufgebaut ist. Die chromatische Tonleiter verwende ich. Ich bin im QR-Code drin. Die chromatische Tonleiter verwende ich wie in der Sprache die Buchstaben. Das heißt, ich lerne die Buchstaben, aber kann die irrsinnig variieren und kann die zu ganze Bücher zusammensetzen. Und so haben wir auch das Lesen gelernt. Das ist nämlich für die natürlich leichter nachzuvollziehen. Deswegen habe ich ein Beispiel vom Lesen. Und zwar das da. Am Dienstag stiegen wir auf den Mount Everest. Drunter sind genau die gleichen Buchstaben, aber haben überhaupt keine Struktur. Und das ist das, was unser Hirn automatisch macht. Der obere Teil ist, also grob wird der unterteilt, am Dienstag ist ein Teil, stiegen wir ist ein Teil, auf dem Mount Everest ist ein Teil. Das heißt, das ist das Grobe, ganz die Grobe. Deswegen kann man so schnell lesen und erfassen. Wenn ich jetzt ein Wort hernehme wie wir, dann besteht es aus W-I-R, 3 Buchstaben. Aber ist eine kleinere Einheit zusammengefasst und die große Einheit zusammengefasst. Und das ist genau das, wie Lernen funktioniert. Und das ist genau das, was im Basebook umgesetzt wird. Also, die gute Nachricht für die, es ist nicht zu spät. Es gibt jetzt jemanden, der dir das richtige Üben zeigen kann. Üben musst du sowieso. Heute wäre eine gute Zeit. Ich habe mir wirklich vorgenommen, das Ganze nicht zu lang zu machen. Mir gefällt die Zeit. Ich will dann nur die noch hinweisen auf das beste Angebot, finde ich. Auf das bin ich sehr stolz. Das gefällt mir sehr gut. Das schaffe ich jetzt aber wahrscheinlich auch nicht. Jetzt
probiere? Nein, natürlich nicht. Es hängt irgendwie zusammen, der Fehler vom Video und von dem. Und zwar, aber ist egal, du kannst auf www.247brass gehst du in den Shop und dort gibt es das Workshop-Angebot für diese Zeit, wo ich den Workshop mache. Weil ich verstehe das, also ich habe auch Nachrichten bekommen, was Unterricht kostet oder so, die Stunde. So rechne ich das nicht. Das erzähle ich euch anders mal. Das kommt auch von diesen Talentenschmieden, in dem Fall von Amerika. Es muss ein Zeitraum bestimmt werden, wo du warst, du arbeitest jetzt so und so lang, weil das hat für den Lernerfolg riesen Auswirkungen. Wenn du jetzt zum Beispiel für Stunde im Lehrer irgendwie Geld gibst, dann kommt das dazwischen und dann ist das Ergebnis, funktioniert nicht. Deswegen macht man das nicht, aber ich verstehe, dass man die Investition in so ein Lernen, das ist einzigartig, was wir da anbieten, das hat es noch nie gegeben für Hobbymusikanten, dass die Möglichkeit haben, bei Hochschulprofessoren zu lernen zum Beispiel, wie der Lackner Andreas einer ist. Aber ich verstehe, dass wenn du nicht weißt, wie wir arbeiten, dass das nicht leicht ist oder du kaufst quasi die Katze im Sack. Deswegen gibt es das Workshop-Angebot und zwar um 247 Euro, der ganze Videokurs, ein Basebook deiner Wahl und die erste Einheit mit dem 24/7 Brass Coach. Besser geht es wahrscheinlich nicht. In diesem Sinne, bis morgen. Ah! Bitte teilt das. Da gibt es den schönen QR-Code. Einfach mit dem Handy drauf fahren, weiterleiten an die Musikkapellenkollegen und an alle Blechbläser, die interessiert sein, ihr Spiel zu verbessern, indem sie das Üben umstellen. Es ist möglich. Ciao!